Hi, Mirika Wandens. Willkommen zu meinen 365 Tagen von der Essstörung in die Recovery. Heute rede ich über ein ganz saftiges Thema, sozusagen. Und ja, ihr werdet sehen. Also hier seht ihr, das ist von vor einem Jahr in quasi Recovery. Ihr seht hier wunderbare, mundwässernde, nicht wässrige Haferflocken. Das war so... Also ich habe da ja so viel Fearfood schon gechallenged, wie ihr auch sehen werdet, in der Woche ist sozusagen viel passiert. Ich habe mich viel getraut, aber ich hatte dann immer noch so diesen Drang, das auszugleichen mit Kalorien, undichteren Lebensmitteln, wie zum Beispiel wässrigen Haferflocken oder halt eben zu, also Haferflocken war mein sicheres Lebensmittel, sowas wie diese Nice Cream, die halt eben Bananeneiscreme war und Wassermelone, all diese Sachen, die halt für meine Essstörung sich sicher angefühlt haben. Ich habe hier Joghurette gechallenged. Was ihr auf den Fotos nicht seht, ist, dass ich da eigentlich sozusagen die ganze Tafel Joghurette haben wollte. Aber ich war da noch nicht an dem Punkt, wo ich mich fähig dazu fühlte. Ich habe hier diese Pizza Diavolo. Ich glaube, das war meine erste richtige Pizza. Ich glaube, sonst gab es nur Flammkuchen, die war halt mit Salami und scharf. Und ich kann euch sagen, also ich kann mich jetzt auch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen, die hat so gut geschmeckt. Und das war wirklich wie, also das war so ein richtiger Aha-Moment für mich, weil mich das so befriedigt hat. Das hätte ich gar nicht erwartet. Ja, ihr seht ja eine angezündete Kerze. Das habe ich da quasi gechallenged. Das mag so lächerlich klingen für Leute. Klingen für Leute, die nie ein Problem damit hatten. Aber so ist das, wenn man Angst davor hat, Ressourcen zu nutzen. Menschen, also hier geht es halt eben darum, dass jemand sich darüber aufregt. Ja, dass man, dass so viele Menschen gibt, die denken, ja, ich muss eben 100% plant-based sein oder ich muss jetzt Carnivore sein oder irgendwie dies und jenes und so Regeln befolgen und extrem irgendwie sich irgendwo festlabeln. Und sie fragt sich halt, ja, warum muss es entweder das eine oder das andere sein? Warum und warum müssen Leute, die dann irgendwie feststellen, oh, irgendwas ist nicht perfekt, ich muss sofort zurückrennen zu vegan oder sowas in der Art. Und fragt sie halt einfach, ja, wie wäre es denn einfach, wenn es einfach irgendwie Mittelding ist? Und das hat halt einfach an dem Tag zu mir gesprochen, deswegen hatte ich das gescreenshottet, weil ich halt so dachte, ja, warum eigentlich? Und ich wusste halt, ja, ethisch gesehen wusste ich genau die Antwort, nur erstörungsmäßig gesehen war mir klar, ich muss mir da auch andere Ansichten aneignen. Ich weiß gerade nicht, um wen es da genau ging in dem Kommentar. Aber hier wird halt gesagt, warum kann sie nicht einfach die Sachen halt essen, wonach ihr isst und die sie halt zurücklieben, ohne dass sie sich ein Label aufdrückt. Warum nicht einfach in kompletter Freiheit leben? Und es war halt auch sowas. Es war sowas... Das hat immer in mir diese innere Sehnsucht so rausgelockt. So, ja, warum nicht einfach mal ein freies Leben führen? Warum lege ich mir den Druck auf, all diese Regeln zu befolgen, wenn ich das nicht muss? Und ich habe einfach, das war so diese Zeit, wo ich solche Gedanken einfach mal zugelassen habe. Das habe ich dann gescreenshottet und habe darüber nachgedacht und so. Und die Angst war dann halt immer so groß, dass ich dann trotzdem immer noch sehr nach der Essstörung, nach den Regeln gehandelt habe, wie zum Beispiel hier. Also viel Obst gegessen, versteht mich nicht falsch, ich liebe, 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 liebe Obst. Und ich liebe es, dass es auch wieder ein Teil sein kann, einfach von auch dem, was ich täglich esse. Aber eben nicht, weil ich versuche, irgendwas anderes zu ersetzen und die anderen Sachen esse ich halt eben auch. Und hier war halt eben das Problem, und das müsst ihr halt verstehen, weil es höchstwahrscheinlich bei euch auch der Fall ist, wenn ihr meine Videos schaut, zumindest, dass man, weil es halt heißt, dass ihr höchstwahrscheinlich mit Restriktionen oder mit einer restriktiven Essstörung zu kämpfen habt, dass ich halt einfach so viele sichere Lebensmittel noch hatte und mich an denen so festgehalten habe. Ja, ich habe gechallenged, ja, ich habe vier Foods gechallenged, aber da habe ich einfach immer noch zu den Fehler gemacht, das mit sicheren Foods auszugleichen. Mein Leben ist lebenswert.
je mehr ich mich entspanne, desto besser fühle ich mich. Und das habe ich halt schon auch gemerkt einfach. Das sind so Sachen, die mich motiviert haben in der Recovery. Ich erfülle meine Berufung oder meinen Zweck, meinen Sinn in dieser Welt. Und ich habe halt ganz genau immer gewusst und immer auch gemerkt, wenn ich von außen aus Vogelperspektive auf mein Leben geschaut habe, während ich solange ich auch nur irgendwelche kleinsten Sachen von meiner Essstörung versuche zu erfüllen, kann ich nicht das volle Potenzial meines Lebens ausleben. Weil mich Ängste vor den kleinsten Dingen, auch die nicht mit Essen oder Bewegung zu tun haben, zurückhalten. Hier, das ist Cheddar, Kerrygold, Cheddar, der intensive, und dann hier so ein Alnatura, weiße Schokoladeteilchen und so ein Apfelkuchen-Bienenstich kind of Ding, Kuchen. Ja, alles schön auf Trapit auf dem Teller, und das Ding ist halt einfach, ich habe da, das ist dann abends gewesen jeweils, und zu der Zeit habe ich viele Dinge gechallenged, aber meistens am Ende des Tages, das ist schon ein großes Zeichen, dass es eben nicht richtige, echte Recovery ist, sondern immer noch Restriktionen. Ich hatte Angst davor, zu viel zu essen. Ich habe immer noch versucht, irgendwie ungefähr eine bestimmte Art von Kalorien zu mir zu nehmen, sozusagen. Also es war nicht ohne Restriktionen, aber ich habe trotzdem schon mal 4 Fuß gechallenged. Immerhin, ich will nur, dass ganz klar ist, was ihr hier seht, ist nicht echte Recovery gewesen. Die Maxi sagt hier, es ist so schön, einfach in Restaurants zu gehen, ohne vorher durch das ganze Menü und die Speisekarte durchzugucken und so. Und ob es halt was Sicheres, Genügendes für sie zu essen gibt, und war bei mir genauso. Sie sagt halt, dass die Ferien und sowas, die haben immer so richtig rausgebracht, wie streng und wie regelbehaftet alles bei ihr ist. Und wie krass es für sie war, einfach die Routine und so und ihre Rituale nicht durchführen zu können. So war es bei mir auch. Vermisse ich nicht. Ja, eine weitere Runde wässrige Haferflocken. Wenn ihr Haferflocken jetzt seht, dann sind die richtig, richtig, richtig dicht, also richtig fudgy, eigentlich wie so ein Kuchen eigentlich bei mir, aber nicht um einen echten Kuchen zu ersetzen, ganz wichtig zu wissen, ich esse auch echten Kuchen. Genau, hier, ich habe einfach diesen Zwang / Drang immer gehabt, diese Sachen, die ich herausgefordert habe, diese 4 Foods, die ich gechallenged habe, wieder auszugleichen mit gesünderen Sachen. So, weil, und das hat jeder, der in Recovery geht oder damit liebäugelt, weil ich diese Angst hatte, oh, ich will ja nicht auf der anderen Seite runterfallen. Oh, ich will ja keinen Essanfall haben. Oh, ich will ja nicht jetzt nur noch ungesundes Essen. Und das ist so dieser krampfhafte Versuch, dieser verzweifelte Versuch, einfach von heute auf morgen zu sagen, oh, und jetzt esse ich normal, jetzt esse ich ausgewogen in Balance. Das nicht funktioniert. Wenn man sagt, dass jemand nicht traurig sein kann, nur weil jemand es noch schlimmer hat, ist wie zu sagen, dass jemand nicht happy sein kann, und ihr könnt das zu Ende lesen, ich war jetzt leider nicht lang genügend eingeblendet, aber da könnt ihr halt einfach sick enough auch einsetzen, also zu sagen, dass jemand nicht krank genug ist, nur weil jemand anders kranker ist, ist halt totaler Unsinn. So, riesengroßer Moment in meiner Recovery. 2 Big Macs seht ihr hier, ganz original, nichts dran verändert, nicht vegan. So. Ich sage das nicht mit Stolz, ich sage es einfach, wie es ist. Und das war für mich das Gesündeste zu diesem Zeitpunkt, das ich machen konnte. Manche Menschen können damit nicht umgehen, mit dieser Logik. Aber so ist das. Gesundheit ist nicht nur körperlich. Ich habe da 2 Big Macs bestellt und das war ein riesengroßer Moment in meiner Recovery. Ja. Mein Mindset ist ja, alles im Überfluss. Ich bin dankbar für meinen Mut. Ja, das braucht es. Mut braucht es sehr stark für diese 2 Big Macs. Und ich habe die auch beide gegessen. Und es war kein Problem. Also ich war danach, also weißt du, es war nicht viel. Überhaupt nicht viel. Meine Handlungen erzeugen oder ja, führen zu Aufblühen von mir selbst. Das sind so Sachen, die habe ich halt einfach gescreenshottet von einer App. Hat mich jetzt
auch jemand gefragt, was die App ist. Die heißt einfach IM in einem App Store, also in dem App Store, im Apple App Store. Und, oder ist es einfach nur App Store? Apple App Store oder App Store? Ihr wisst, was ich meine. Und da, die heißt einfach IM Affirmations, falls euch das interessiert. Ist ganz cool. Ist ganz cool, genau. Punkt. Ich liebe, liebe, liebe Pfirsiche und Wassermelone. Aber zu dem Zeitpunkt wäre es wichtig für mich gewesen, das habe ich da eben noch nicht gemacht, das nicht zu essen. Ganz einfach nicht zu essen, sondern stattdessen all die Sachen zu jeder Gelegenheit, jedes Mal, genau das zu essen, woran ich gerade dachte. Das zu essen, wovor meine Essstörung am meisten Angst hatte. Egal wie ungesund oder unvernünftig oder sonst was mein Gehirn sagt, es sein würde, ja. Oder die Gesellschaft es sagen würde. Egal. Ich musste auch früher oder später dem sowieso nachgeben, weil du kannst es nicht kreieren. Du kannst Balance und ausgewogenes Essen nicht forcieren und künstlich kreieren nach einer Zeit von Restriktionen. Und je länger und krasser die Restriktion war, desto mehr musst du auch in das Pendel in die andere Richtung schwingen lassen können. Und das Können kannst du auch durchstreichen. Meine Träume, was war das? Ist auch egal. Es war zu kurz eingeblendet. Ich habe hier, ihr seht hier Kuchen, Käsekuchen, hier auch Käsebrot, auch wieder mit Cheddar. Was ihr nicht seht, und das sieht so schön aus, und ja, ich habe das gechallenged, ja, ich habe das herausgefordert, ja, das ist alles wunderbar und schön und gut, und ich habe mega Angst davor gehabt, das zu essen und so weiter und so fort. Da ist auch Butter drauf. So, ich will erst noch kurz warten, bis ein bestimmtes Foto da war, nämlich das mit dem Schneidersitz. Das habe ich nämlich gemacht, was ihr jetzt gleich seht, weil, da weiß ich, das habe ich mir nachher angeguckt, und es war so Bodychecking-mäßig, ja, und war, das war einfach ein Zeichen dafür, dass ich noch sehr in der Essstörung auch drin war, dass es sehr quasi mäßig war. Ja. So, zurück zu dem, ihr habt da nicht gesehen, dass ich die halt geschätzt habe vorher. Ich habe die irgendwie eingeplant in meinen Tag, die Kalorien, auch die Kuchenstücke. Ja, es war wieder am Ende des Tages. Ich hatte Lust auf herzhaft und süß, habe irgendwie versucht, das irgendwie zusammen zu... Also, komplett essgestört auch. Also, es war sozusagen... Challengen meiner vier Foods, aber nach den Regeln der Essstörung. Also so der Versuch, Recovery irgendwie hinzudeichseln, immer noch nach den Regeln der Essstörung. Und surprise, surprise, das wird nicht funktionieren. Wenn du das selber gerade versuchst, lass es dir von mir gesagt sein, es funktioniert nicht. Du zögerst damit deine Recovery nur hinaus. Und ich sag dir, du möchtest recovern. Und du wirst es im Leben sowieso machen müssen, wenn du das Leben leben möchtest, das dir vorschwebt in deinen kühnsten Träumen. Das kannst du nicht mit einer restriktiven Essstörung leben. Also, du weißt, du wirst recovern müssen oder eigentlich eher dürfen in deinem Leben. Also nicht hinauszögern. Du musst da eh durch. Wenn du es jetzt nicht machst, musst du später durch. Und das ist so das, wo man wirklich... sich mit anfreunden muss, mit dem Gedanken, und der mir auch geholfen hat, was dann auch der Grund mit dazu reingespielt hat, warum ich dann eben in 2-3 Monaten, werdet ihr das sehen, wo ich dann wirklich all in gegangen bin. Da gab es einen Flammkuchen und auch Kekse, also Cookies davor. Dieser Flammkuchen, genau, den habe ich dann auch ganz gegessen und so, aber ihr seht wieder, am Ende des Tages auch mega lecker und so weiter, aber halt alles immer noch so, das können halt Fotos nicht zeigen. Deswegen mache ich die Videos für euch. Es kann so viel gezeigt werden in Videos, ja. Aber ihr seht nicht, was im Hintergrund abgelaufen ist. Ihr seht nicht, wie viel abgewogen wurde, wie viel Kalorien geschätzt wurden, wie viel irgendwie, restriktiert wurde, um ein bestimmtes, so scariest auch sein mag, Lebensmittel essen zu können oder es sich zu erlauben, ja. Und das war halt einfach nicht echt Recovery. Hier ein Golden Billionaire oder Millionaire Ice Cream, also Eis am Stiel von Magnum. Und zu dem Zeitpunkt, ich kann euch ganz ehrlich sagen, das war das geilste Eis, das ich je gegessen habe. Das habe ich in dem Moment gedacht bei mir und das weiß ich jetzt noch. Ihr könnt euch auch daran erinnern, ich habe letztens, glaube ich, das Salted Caramel aus dem ganzen Becher
gegessen, auch mega gut. Also finde ich sogar besser als Benny & Jerry's. Bin nicht gesponsert, Magnum, mega teuer, aber naja. OMG endlich auch in meinem Lidl gefunden. Das ist die Meinung von jemand anderem und sagt halt, die Sorte ist hier ihre Lieblingssorte, also die beste. Und ich habe halt auch versucht, mich mit denen anzufreunden, sozusagen, weil Proteinriegel waren weniger angsterzeugend bei mir als richtiger normaler Schokoriegel, ja. So, ich finde die ganz, ganz, ganz furchtbar. Komisch, weil künstliche Süßstoffe und so. Nie ohne Kalorienzellen, dabei nicht unter Druck sitzen. Hier ist so, geht es über Kalorienzellen, ja oder nein. Hier wird halt eben argumentiert, dass man sich damit nicht unter Druck setzen darf. Und hier sind so ein paar Tipps, wie man anfangen kann, weniger Kalorien zu zählen. Aber mein Problem damit ist, dass diese Person das halt immer noch eigentlich gut heißt. Hier geht es um, was verstehst du unter gesund oder ausgewogen ernähren? Das zu essen, worauf man Lust hat. Nicht zu glauben, dass es schlechte Lebensmittel gibt. Keine Angst vor irgendwelchen Lebensmitteln zu haben, auf seinen Körper zu hören. Es hört sich schön an, schön und gut. Hier wird gefragt, wie viele Kalorien isst du circa am Tag? Dann kann sie halt das genau sagen. 2200 bis 2500. Aber ich zähle nur ganz grob Kalorien und nicht jeden Tag. Also kann auch gut mal mehr sein. Und das ist halt dann schon so, ja, aber du tust es halt. Hast du mal gecheckt und wenn ja, wie hast du damit aufgehört? Sie sagt ja und ich tue es immer noch grob, aber eben nicht, weil ich Angst habe, zu viel zu essen, sondern zu wenig. Ihr seht, ich esse sehr viel und so viel Hunger hätte ich gar nicht. Und ich sag mal so, ich glaube, die Person, wenn sie auf ihren mentalen Hunger hört und den genauso als, also genauso als Hunger gelten lässt wie körperlichen, dann hat sie auch kein Problem, keiner hat dann ein Problem, genügend zu essen. Also meiner Meinung nach und aus meiner Erfahrung, wenn ich mit anderen spreche, das ist nur eine Ausrede und eine Entschuldigung, dass man trotzdem noch Kalorien zählt. Sie sagt, sie macht Rentnersport, habt ihr vorhin gesehen. Wenn du halt jetzt dann siehst, ich glaube, das kommt dann gleich noch oder ja, gehen wir gleich noch drauf ein. Wiegst du dich noch? Ja, um immer mal zu schauen, dass ich auch genug wiege und mich stresst es auch nicht. Und ich glaube, das ist halt einfach auch wieder so ein Ding. Du wirst immer genügend wiegen, wenn du auch nach deinem mentalen Hunger, ohne dich zu bescheißen, isst. Wie erkenne ich, dass ich an einer Essstörung leide? Ich habe Normalgewicht. Genau, und sie sagt halt immer, ja, ohne schlechtes Gewissen essen und so weiter. Ja, aber wenn du halt immer noch auf deine Kalorien achten musst, dann ist noch irgendwas nicht komplett weg von der Essstörung. Wie oft und wie lange fährst du denn auf dem Rad? Und da sagt diese Person halt ja so, mindestens eine Stunde, können auch mal drei sein. Das verstehe ich nicht unter Rentnersport, weißt du? Und ich weiß auch, dass diese Person halt dann so zu Foodspots fährt und sich viel halt, ihr ganzer Content hat mit Essen zu tun und genau, sie sagt, sie isst 2500 bis 3000 Kalorien. Ja, aber wenn das erfordert, wenn du das sozusagen nur kannst oder dir nur erlaubst, weil sie trackt, ja, sie macht es ja irgendwie, sie kontrolliert das irgendwie, weil du dich so viel bewegst und 1 bis 3 Stunden isst viel, dann ist das halt verknüpft im Gehirn, Bewegung mit Essen. Und es ist halt nicht, nur weil du quasi ohne Verzicht der Art der Lebensmittel essen kannst und essen kannst, was du willst und mit Genuss essen kannst und sonst was, und heißt es nicht, dass du keine Essstörung mehr hast und heißt auch nicht, dass du nicht restriktierst. Denn die Menge der Sachen können restriktiert werden, die Kalorien der Sachen können restriktiert werden oder halt eben auch einfach, wann man das essen darf und so weiter. Ja? Also es ist halt trotzdem noch einfach nur so ein Beispiel, deswegen habe ich auch hier, zeige ich nicht, von wem das genau ist, ein Beispiel dafür, dass etwas verkauft werden kann als, oh, kein Verzicht und keine Restriktion, aber man hält halt immer noch den Fuß auf dem Bremspedal und kontrolliert das und restriktiert es. Es ist am Ende Restriktion, die restriktive Essstörung ist nicht weg. Und diese Person hat, wie ich weiß, auch mit Binge-Eating oder sagt, sie hat mit Binge-Eating zu kämpfen und das ist dann sozusagen auch nicht verwunderlich, weil das eben auch durch Restriktion eben auch begünstigt wird. So, Restriktion kann aussehen, dass jemand die ganze Zeit Salat isst, kann aber auch so aussehen, dass jemand von außen gesehen ziemlich viel isst und auch viel Gesundes, so Bananen, Haferflocken und sonst was alles, ja, und sozusagen nur gesunde Sachen. Das war so ein bisschen meine Art
Hauptart der Restriktion. Von außen hätte man immer gesagt, wow, krass, wie viel du isst und so weiter. Und keiner hätte dann, also ich habe immer mehr gegessen, scheinbar als alle anderen Frauen sozusagen um mich rum. Und auch immer gesund und so. Und ja, und andere haben dann auch öfter gesagt, oh, sollte ich auch mal und so weiter. Ja, aber Restriktion ist halt eben auch, wenn du das Stück, wenn du einen Apfel anstatt dem Stück Kuchen essen musst. Oder meinetwegen auch, lass es 10 Äpfel sein, dass es die gleichen Kalorien sind. Es ist, das wollte ich lange nicht wahrhaben, dass Restriktion so viele Formen annehmen kann. Und die Übersetzung, die ich von Tabitha Farrars Buch gerade mache, bringt das so extrem exakt heraus, was wirklich alles Restriktion ist. Du wirst einfach einen Aha-Moment nach dem anderen haben, ich sag's dir. Das war ein ganz bedeutender Abend. Da habe ich meinen ersten richtigen Döner gegessen mit richtig Fleisch und mit richtig Tzatziki auch drin. Und das war ein Moment, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Ich habe leider die Fotos zu dem Kebab nicht mehr gefunden. Wir haben keine Ahnung, wo die sind. Wir wissen aber ganz genau, dass es der Abend war mit der Freundin. Und was man aber auch wieder sieht, den Kebab saß halt, gab es halt eben nach dieser großen Schüssel Gemüse, die ich zu Hause noch gegessen hatte. Und es war irgendwie alles mit einkalkuliert. Und das war eben das Problem damit. Trotzdem, ich habe es da gechallenged und es war richtig gut. Und in dem Moment habe ich einfach gemerkt, wofür ich das mache. Diese Freiheit, die ich in dem Moment gespürt habe, hat mir einfach gesagt, auf lange Sicht muss ich dahin kommen, dass ich das zu jedem Moment, zu jeder Sekunde wirklich mache. Und eben nicht mehr den Rest des Tages auch noch irgendwie rezitiere und irgendwie denke, ich muss das jetzt irgendwo kompensieren oder ausgleichen. Ihr seht auch hier, ich habe halt nie gehungert, ja. Ich war nie hungrig, nie, zu keinem Zeitpunkt. Ich habe halt dann immer gesündere Sachen gegessen oder so. Ja, aber mental gesehen war ich hungrig. Und zwar habe ich eben andere Dinge mehr gewollt als dieses Bananeneis zum Beispiel. Ich hätte eben die Schokoladentafel gewollt. Aber ich habe mich noch nicht getraut, das dann auch über den Tag zu essen. Und so gerade dieses Aufheben der Kalorien für das Ende des Tages ist sehr, sehr typisch eben auch für rezessive Essstörungen. Hier gab es einen veganen Sahnepudding und glaube da auch so ein Nutella-Brötchen. Dieses Bild hatte mich da einfach, da will ich kurz einfach erzählen, hatte mich da sehr getriggert, weil das einfach von dieser Person ist, die da eben auch über Kalorien tracken und so geredet hatten, dass sie ja nur Kalorien trackt, um genügend zu essen, weil sie gar nicht das genügende Hungergefühl hätte und dass sie sich nur wiegt, um sicherzugehen, dass sie genügend wiegt. Das hat mich halt irgendwie getriggert, weil diese Person nach außen hin wirklich so sagt, ja, ich bin halt frei von meiner Magersucht von damals und ohne Verzicht und ohne Restriktion esse ich. Und ihr ganzer Content geht eigentlich darum, um das Recovern, das Genesen von Magersucht und eben auch das Nicht-Restriktieren. Und auch über so To-Go-To-Go und eigentlich ihr ganzer Content geht darum, wie sie einfach Essen testet und Produkte testet. Und das ist auch alles irgendwie, ja, da, wer bin ich, dass ich das irgendwie beurteile. Sie redet auch sehr offen übrigens über ihr Binge-Eating, Essanfälle, die sie, wie sie sagt, halt eben hat. Das bewundere ich sehr. Was ich halt so triggern fand an dem Bild war einfach, ja, ich habe halt da gemerkt, ja, ich, okay, ich lasse mich triggern, das ist erstmal mein Problem, ja, aber diese Person ist halt so schlank und vermittelt so dieses Bild, du kannst es schaffen und trotzdem schlank bleiben. Und zeigt sich auch sehr gerne, sehr figurbetont und der Fokus scheint immer so krass auf, ich kann alles essen, was ich will und restriktiere nirgends und kein Verzicht und sehe dann so aus. Und was ich aber auch sagen muss, sie redet sehr offen einfach über auch mentale Gesundheitsstruggles und so. Das finde ich richtig, richtig gut und ich mag diese Person auch an sich mega und finde, sie macht richtig tolle Sachen. Ich wollte nur sagen, gleichzeitig hat halt, und das ist halt bei vielen so, also gleichzeitig redet sie dann halt darüber, dass sie Kalorien trackt und dafür hat sie ihre Rechtfertigung, ich würde eher es nennen als Entschuldigung, als
Ausrede und es ist halt einfach ein anderes Wort für Restriktionen, ein anderes Wort für immer noch einfach diese Kontrolle. Es ist eben nicht komplette Freiheit. Es ist nicht komplette Essensfreiheit, darauf will ich hinaus. Und ihr Inhalt will aber genau das quasi repräsentieren und sozusagen verkaufen, ist jetzt ein blödes Wort. Wie gesagt, ich finde eigentlich grundsätzlich das gut, was sie darstellen möchte. Nur es ist halt am Ende, es repräsentiert nicht das Gesamtbild, was sie so praktiziert. Mit der exzessiven Bewegung, kann man einfach mal so beim Namen nennen, und dieses Verdienen von Essen, das Tracken, das ist eben nicht komplett frei. Es ist trotzdem das Erlauben von das Verdienen von Kalorien, sodass man sich eben erlauben kann, so viel zu essen. Und nach außen sieht es halt so aus, oh, sie isst so und so viele Kalorien und es ist ihr einfach völlig egal, ob sie mal 1000 mehr oder 1000 weniger isst oder was auch immer. Und ich will nur sagen, man muss für sich den Bullshit bei sich selbst finden. Okay, ich sag mir, zum Beispiel ich zu der Zeit, ja, wow, ich esse eine, zum Beispiel diese Diavolo-Salami-Pizza. Eine ganze, wow, ja, du musst dir den ganzen Tag angucken. Was habe ich den Rest des Tages gegessen? Alles Sachen, die am Ende die Anzahl meiner Kalorien für den Tag trotzdem noch niedrig genug hielten, sodass ich das mit meiner Essstörung vereinbaren konnte. Ja, seht ihr das? Das ist alles, hat null mit Recovery zu tun. Das ist Essstörung. Immer noch genauso, nur in einer größeren Gefängniszelle. Immer noch genauso Restriktion, egal wie du es drehst und wendest. Und deswegen wollte ich darüber geredet haben, in der Hoffnung, dass es dir geholfen hat oder dir auch hilft. Jetzt, wenn du das Video gleich vorbei ist, kannst du dir mal eine Liste machen. Was sind die kleinen Dinge, wo du dich noch eben selbst verkackeierst, sozusagen. Und ja, wo du versuchst, krasse Sachen zu essen, vor denen du mega Angst hast, vor denen die Essstörung mega Angst hast, aber halt eben unter einem bestimmten Kalorienschirm oder weil du nur solange du dich so und so viel bewegst am Tag. Alles Zwänge, alles OCD, also auch Zwangsstörungen, die mit Essstörungen oft einhergehen, besonders mit restriktiven Essstörungen, und die Übersetzung, die ich gerade eben, ich komme immer mehr ans Ende, die wird da einfach, ja, regelrechten Lebensretter für euch sein können. Und da freue ich mich schon drauf, wenn das rauskommt. Bitte Daumen hoch, wenn das Video dir hilft. Bitte mit einer Freundin oder einem Freund teilen. Und mit mir connecten in den Kommentaren, wenn du dazu Gedanken hast. Lass uns drüber reden. Bis Montag, Livestream, 18 Uhr. Frag mich, was du willst. Ciao.